Aber so ein paar Sachen muss man ja auch mal so ein bisschen vor sich hinspinnen. Ja, und bei mir wäre es natürlich ein Tandemsprung. Gibt es irgendwas, ich fange bei dir mal an, Frank, was du unbedingt schon immer mal machen wolltest, aber leider noch nie geschafft hast? Weil es einfach noch nicht so die Zeit gab dafür. Boah, da gibt es doch so viele Dinge. Also das Leben, das gibt ja ständig irgendwas her. Mei, da kann man jetzt anfangen bei irgendwie so verrückten Sachen, wie dass ich irgendwann mal mit dem Fallschirm springen, mal einen Fallschirmsprung mal machen wollte. Bis jetzt beim Bungee-Jump noch hängen geblieben bin. Ja, also das ist sowas, ja, dann einfach auch eine Reise. Ich war schon mal in Australien für 5,5 Wochen mit dem Rucksack unterwegs. Da würde ich ganz gerne nochmal hin und würde mir das mal ein bisschen genauer noch anschauen. Also ob das Reisen sind, andere Länder sehen, andere Menschen auch kennenlernen, ja, auch interessante Menschen. Ich lese ganz gern Biografien auch und auch da kriegt man irgendwie so ein bisschen Gefühl. Und also es gibt wahnsinnig viele Dinge, ja, auch was den Sport natürlich betrifft, dass man vielleicht auch mal was Besonderes erreichen will. Ist doch der Fallschirmsprung, hat noch nicht geklappt, weil keine Zeit, oder hast du dann noch gesagt, ich traue irgendwie mich nicht. Nee, irgendwie habe ich es immer vor mir hergeschoben, ja, irgendwie bei der Bundeswehr schon als junger Kerl habe ich gedacht, na, vielleicht kann man das da mal unterbringen, da war es nicht möglich, ja, obwohl ich bei der Luftwaffe war für ein Jahr. Aber irgendwie immer so ein bisschen geschoben und ja, jetzt irgendwie auch noch nicht so richtig da den richtigen Zeitpunkt auch dafür gefunden. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Sachen unbedingt schon mal machen wollen, aber leider aus welchen Gründen auch immer noch nicht geschafft bisher? Ich habe nicht so viele extreme Sachen oder wie Frank, aber jahrelang war mein Wunsch und ich glaube auch, hoffentlich dann kann ich in die Zukunft das auch erfüllen, wo ich auch mehr Zeit habe. Zum Beispiel wollte ich gerne einmal in jedem Land, das ist auch natürlich mit Fußball verbunden, ein großes Derby zu schauen. Zum Beispiel, sagen wir so, in Italien oder Spanien oder NBA oder Eishockey. Das ist auch so eine Sache, wo ich auch gerne sehen möchte, weil ich auch Fan bin von anderen Sportarten. Das mit dem Fallschirmsprung hat mich so ein bisschen überrascht. hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also, ne, ja, ich glaube, grundsätzlich sind es die kleinen Dinge des Lebens, ja, die man sich vornehmen soll, weil da kann man immer wieder positive Energie ziehen. Ja, aber so ein paar Sachen muss man ja auch mal so ein bisschen vor sich hinspinnen. Ja, und bei mir wäre es natürlich ein Tandemsprung, weil alleine wäre es wahrscheinlich... Ich wäre dabei sein, auch Zuschauer definitiv. Auch Zuschauer definitiv kannst du planen, Frank, jeder. Da bin ich dabei. Alleine wär's, glaube ich, unverantwortlich. Nein, aber ich wollte euch jetzt auch mal versuchen, so ein bisschen zu überraschen. Wir haben so eine kleine Schnellfragerunde. Sagt einfach das, was euch direkt in den Sinn kommt, einfach raushauen, nicht lange nachdenken. Frank, entweder oder, Candlelight Dinner oder Pommes Rot-Weiß am Stadion? Pommes Rot-Weiß. Candlelight Dinner nicht der Typ für? Doch, bin ich auch, aber im Stadion, Pommes Rot-Weiß, beinhaltet ja schon, es ist irgendwo ein Sportevent oder ein Fußballspiel. Und es würde dem Candlelight Dinner, ja, meine Frau möchte es mir verzeihen, aber definitiv vorziehen. Ja, Urlaub am Schwarzen Meer oder lieber an der Nordsee? Schwarze Meer, klar. Nordsee nicht so dein Ding? Nee, da wo die Wärme ist, zieht mich mehr. Okay. Frank, auf der Busfahrt zum Auswärtsspiel, in dich gekehrt, so eher für dich, oder im regen Austausch mit Ilja bzw. mit den Spielern? Normalerweise immer der Austausch. Also, ja, mir macht es Spaß, mit Menschen zu tun zu haben, mich mit Menschen auszutauschen, ja, auch immer so sowohl Feedback einzuholen, als auch ja, die Meinung des anderen zu hören. Ja, und deshalb normalerweise als eher unruhiger, lebhafter Typ eher der Austausch. Ilja, auf deiner Playlist eher Pop oder eher Rock? Pop. Und was ist der am meisten gespielte Song auf deiner Playlist? Also welcher läuft auf jeden Fall immer wieder? Robbie Williams. Hast du einen bestimmten? Ja, All of My Life. Gerne. Das ist ja auch was Positives, so eine positive Message. Definitiv, klar. Vielen Dank für eure Zeit und ich freue mich schon auf den nächsten Kaffee, den wir gemeinsam trinken. Gerne. Dankeschön.